Jingle bell, 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 bell. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Adventskalender, und zwar Türchen Nummer 23. Ja, es ist heute der vorletzte Tag, es ist absolut verrückt, und für den vorletzten Tag habe ich mir natürlich einen super krassen Special Guest hier rausgesucht, und zwar der Joey ist mit am Start. Hi! Moin Moin! Er ist hier schon mega, mega lange auf meinem Kanal, Moderator, Mitglied und natürlich auch Zuschauer, und er ist hier quasi am 23. Türchen eingeplant gewesen. Mega, mega cool. Wir werden heute die Prognose Dortmund gegen Bayern machen. Es ist ja jetzt Winterpause, es kommen nicht mehr so viele Spiele, und deswegen habe ich gedacht, komm, machen wir das Rückspiel von Dortmund gegen Bayern. Ich bin immer die Heimmannschaft, das heißt, in dem Fall bin ich Dortmund und Joey ist Bayern. Und wir wissen ja aus den Livestreams und wo auch immer schon, dass Joey ein richtig, richtig guter Spieler ist. Und deswegen wird das eine ganz, ganz heiße Partie. Ich bin mega gespannt. Ihr könnt mir und Joey einen Gefallen tun, indem ihr einfach mal rechts um beim i bei ihm vorbeischaut auf seinem YouTube-Kanal und ihn einfach mal unterstützt und da mal ein Abo da lasst. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann würde ich sagen, starten wir rein in das Spiel. So, und damit starten wir dann rein in unser Game. Oh, was, da ist schon das 1-0. Ohne Jubel, nice. 1-0 Lewandowski, Auswärtstreffer, 15. Minute. So, jetzt Hazard, da ist Marco Reus. Wird da abgeräumt von Alaba. Ach, leck. Kein Foul. Süle ist aber so ein Schrank. Ist doch kacke. Gnabry, ja, da komme ich nicht hinterher. Das ist das Kack. Das ist doch scheiße. Ja. Als ob 2-0 schon. Ich sag ja, Joey ist einfach so ein krasser E-Sportler. Das ist einfach so heftig. Ich kann nichts dagegen machen. Ich will immer mit Time Finish. Ich weiß nicht warum. Alcacer wird wieder eingeholt. Ja. Weil Süle, das doch Süle so krass ist. Das gibt's nicht. Da ist wieder alles vorbei, ja. Ist einfach zu krass. Das ist so heftig, wie gut du bist. Nein. Ja, Mann. Ja. Sancho, 3-1. Wir müssen mal wieder ein bisschen rankommen. Und das haben wir hier geschafft. Nice one. Ah, Süle war nicht da. Ja, zum Glück. Bin mal wieder an die Seite gekommen. Nein, bitte nicht. Ah. Dreck. Profi-E-Sportler. 4-1, ein Fehlpass und direkt wird's bestraft. Das ist krass. Das ist FIFA. Hast du gerade jetzt eingewechselt? Ja. Ah, ich komm nicht dran, das gibt's nicht. Alter, ich werd richtig zerstört. 5-1 für die Bayern. Was zur Hölle? Ich glaube, du hast den Torwart auch in die falsche Ecke genutzt. Ja, habe ich auch. Ja, ja. Hab ich direkt gesehen und genutzt. Ah, scheiße, er ist schon wieder weg, ja. Jetzt geht's nochmal richtig los. Ja, okay. 6-1, jetzt ist komplett vorbei. Es ist halt schon, man merkt diesen Unterschied immens, das habe ich schon oft gesagt. Wenn man online spielt und halt nicht, ne? Ich spiele halt gar kein Online, ich spiele immer nur Karriere. Und die online spielen, die verhalten sich ganz, ganz anders als die nur Karriere spielen. Und das merke ich auch, wenn ich gegen Zuschauer oder so spiele. Merke ich direkt, wenn jemand online spielt, dass er sich ganz anders verhält, ganz anders läuft, mit dem Torwart auch viel, viel länger abwartet und schießt und was weiß ich was. Das machen halt Karriereleute nicht so. Ja, hab schon gesehen, dass du verstellt hast. Aber genau das ist das, was ich meine. Gesehen, dass du ihn verstellt hast, aber wenn ich so Karrierezocker bin, ich kann das nicht ausnutzen. Ja. 7-1.
Nee, da kann ich echt nichts machen. Das ist echt krass. Ich hab schon gewusst. Ich gehe halt nur online. Ja, ich weiß. Ich hab schon gewusst vorher. Das ist aber, ja. Boah. Also so nach dem 3-1 dachte ich so, ja, vielleicht eine realistische Prognose, dass man irgendwie so 4-1 oder so, aber... Also ich kann FIFA aber auch nicht so zum Spaß spielen, wenn ich einmal so richtig drin bin. Ich spiele zum Beispiel jetzt die Woche das erste Mal. Ich habe die ganze Woche nicht gespielt. Ja, ich spiele ja komplett ernst direkt. Oh, 7-1, das ist echt heftig. Das denke ich, dass es in echt nicht ist. Auch wenn ich denke, dass Bayern auf jeden Fall gewinnen wird. Das ist schon ein krasses Spiel, aber wir haben es ja schon im Spiel angesprochen. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall, das ist heftig. Jetzt gehen wir rein in die Challenge. So Leute, wir starten rein in die Challenge und natürlich wieder mit Zufallsprinzip. Ihr kennt's, hier online können wir nur durchscrollen. Der Gast fängt an, ich bitte dich beim Land einmal anzufangen. Und dann sag ich Stopp. Oi. Ja, Mann. So, dann gönn dir mal eine Mannschaft, dann scroll mal durch. Und ich sag Stopp. 2 Sterne Al-Hazem, jawoll. Die können hoffentlich nicht skillen. Okay, dann scroll ich durch. Stopp. Ja, Mann. England. Yes, das muss jetzt was Geiles werden. Also besser als deins ist safe, aber es muss was Geiles werden. Ich scroll. Stopp. Scheiße. Sheffield United. Okay, aber es ist auf jeden Fall deutlich besser. Also, was heißt deutlich? Aber es ist schon besser. So, Leute, und damit starten wir rein in die heutige Challenge. Und das ist was ganz Verrücktes. Wir müssen vor jedem Tor, das wir schießen, 3 Skills machen. Es ist egal, welche Skills das sind. Es müssen 3 Skills sein. Und am besten natürlich unterschiedliche, logischerweise. Es wird dann immer per Videobeweis überprüft, ob es wirklich 3 Skills waren. Mit diesen Mannschaften wird das richtig, richtig geil. Ja, ich bin gespannt. Cool. Meiner hat dich einmal weggerammt. Vor allen Dingen deiner so 20 cm groß. Ja, ich komme nicht mehr rein jetzt. Guck dir mal meine Mannschaft an, die macht Park the Bus. Ja, ich merk's. 5 wahrscheinlich. LOL. 11 Meter, Schiri! Als ob! Das wäre die Chance auf irgendein Tor hier. Ja, RIP. Ja. Ich kick's kotzen. Und dann, ich sag's und dann löse ich selber einen aus. Rot, ja, ganz Rot, klasse. Ja. Ganz klasse, jetzt habe ich verloren. Das ist das 1-0. Ich habe verloren. Ich habe Spieler weniger. Das ist gar nicht geil. LOL. Das ist echt nicht geil. 1-0. Scheiße, Mann. Das ist jetzt das Endergebnis. Wahrscheinlich, ja. Mann, warum gibt's mir auch noch Rot dafür? Das ist echt kacke. Schön in die Mitte gechippt. 1-0 durch einen Elfmeter. Da wird auch nicht viel mehr gehen. Also mit den Mannschaften ist echt schwierig, aber wir wollen natürlich auch schwierige Challenges. Ein Torschuss. Das ist verrückt, ja. Nein! Nein, so schlecht verteidigen 3. muss man. Ja, das waren 3. So schlecht verteidigen muss man erstmal. Dreck. Ist der einzige, mit dem ich skillen kann. Ja, der hat auch 5 Sterne. 2-0. Aber hast du nicht irgendwie gesagt, so beide Spiele mit 2 Tore Abstand? Das ist abseits. Abseits. Leck mich! Du hättest eine Ballrolle oder so machen sollen. Nice. Natürlich, Schiedsrichter. Ganz klar, gar nichts. Ja, das Coole ist, du darfst nicht schießen. Ja, Torwart. Oh, oh, oh. Ich weiß, ich hätte den reinmachen können, aber hätte halt nicht gezählt. Ja, eben. Ja, Leute, das ist eine schwierige Challenge natürlich auch gewesen. Das habe ich mir schon vorher ausmachen können. Immerhin haben wir ein Skilltor erzielt, einen Elfmeter. Und ja, 2-0 ist nicht so hoch ausgefallen. Ist aber auch ganz klar gewesen. Jetzt zweimal verloren gegen dich. Absolut verrückt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mir hat es auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen an Heiligabend an Türchen 24 ein letztes Mal. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.